Hallihallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein Linda das Gewürz-Workout für die Schwangerschaft, damit du schön, kräftig und fit durch diese 10 Monate kommst. Und dazu bist du herzlich eingeladen, meine Workout zu machen, aber kläre bitte immer vorher ab bei deiner Hebamme oder bei deiner Frauenärztin, ob das alles soweit okay ist. Alles, was du heute dafür brauchst, ist immer ein Stückchen Wasser in deiner Nähe, deine Fitnessmatte und natürlich 2 kleine Kurzhanteln. Wenn du keine Kurzhanteln hast, nimm einfach 2 kleine Wasserflaschen oder trainiere einfach ohne Gewichte, das ist auch okay. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Warm-up und wir legen die Gewichte kurz zur Seite. Wir strecken unsere Arme zur Seite und wir kommen in eine Oberkörperrotation über die Mitte zur anderen Seite und der Blick folgt immer dem Arm, der nach hinten führt. Und ganz leicht im Oberkörper drehen. Wir wollen natürlich uns fit halten und auch die Schwangerschaft sehr stabil und auch erfolgreich überstehen natürlich. Und vor allem auch die Geburt auch gut vorbereiten, denn je kräftiger man durch die Schwangerschaft kommt, desto bekanntlich besser verläuft auch natürlich die Geburt und man ist auch danach auch ein bisschen fitter. Super, ja sehr schön. Noch einmal zu jeder Seite und noch hier rüber. Okay, und wir kreisen die Arme und wir gehen ganz leicht gebeugt in die Knie und kreisen die Arme und macht ganz große Kreise, wir malen große Kreise in die Luft. Okay, super. Und wir wärmen auch hier unsere Oberschenkel langsam und kontrolliert auf. Schönes kleines Warm-up, um uns vorzubereiten auf das, was jetzt gleich kommt. Körper und Geist bereiten sich langsam darauf vor. Super. Und Richtungswechsel. Und auch hier wieder gehen wir ganz leicht in die Knie, um auch unsere Beine aufzuwärmen. Super. Der Schultergürtel wärmt sich auf, das ist auch immer sehr wichtig. Vor allem ist das auch wichtig, dass man einfach mal den Körper in seiner kompletten Länge und Größe komplett austrainiert. Einfach mal ja, immer die Gelenke kreisen, alles zu bewegen, beweglich zu halten, das ist sehr wichtig, weil meistens macht man das gar nicht so im Alltag und locker lassen. Und gerade solche Bewegungen über die Arme, das ist keine alltägliche Bewegung, aber unsere Schultergelenke, die brauchen das, damit sie auch nicht verkalken, ganz wichtig. Gut, und wir gehen nochmal ganz leicht von oben in die Pliés, in die kleinen Squats von oben, bevor es gleich richtig tief geht. Und nun gehen wir seicht über in unser Warm-up und wir aktivieren nun unsere Beine. Und wichtig ist, ich zeige euch diese Übung mal von der Seite, dass das Gesäß nach hinten geht. Super, und die Knie bleiben immer vor den Fußspitzen und kommen tief. Tief, und beim nächsten Mal versuche noch ein bisschen tiefer zu kommen. Und dabei ist wichtig, spanne deinen Beckenboden an. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Auch wenn dein Bauch schon etwas größer ist und du schon eine richtige Kugel hast, versuche deinen Bauchnabel irgendwie zur Wirbelsäule imaginär, geistig dorthin zu ziehen. Und vor allem auch aktiviere auch ganz kräftig deinen Beckenboden. Wir haben 3 Muskelschichten im Beckenboden und diese wollen wir auch kräftig trainieren, damit das Kind auch einen guten Halt hat, einen guten Stand hat, damit dein Bauch das Gewicht auch tragen kann bis zum Schluss. Und somit kann man auch im besten Fall auch Schwangerschaftsstreifen, naja, vermeiden im besten Fall, aber vielleicht einfach auch reduzieren, dass es nicht schlimmer wird auf jeden Fall. Okay, aber beim nächsten Mal gehst du tiefer und hoch, kontrolliert, tief und wieder hoch. Ich zeige das wieder von vorne, tief und hoch, sehr gut. Tief und hoch. Und wir nehmen die Arme mit. Und hoch. Sehr gut. Und hoch. Tief kurz halten, hoch. Schön. Tief kurz halten, hoch. Tief kurz halten und wieder hoch. Tief kurz halten, hoch. Kräftigung der kompletten Beinmuskulatur. Wir kräftigen jetzt gerade nämlich die Oberschenkelvorseite, die Oberschenkelrückseite, die Waden arbeiten mit. Der gesamte Rumpf arbeitet mit, vor allem auch der Bauch, der Rücken und ein wenig auch die Schultern. Okay, beim nächsten Mal bleibst du unten und wir wippen kurz nach. 3, 2, 1 und lösen. 3, 2, 1 und lösen. Nochmal. 3, 2, 1 und lösen. Noch 2 mehr. Und super, und wir sind schon beim letzten Mal. Und wir lösen. Okay, locker dich kurz aus. Nun gehst du etwas weiter als schulterbreit, als du gerade warst. Und nun gehst du hier tief und zur Seite. Über die Mitte tief und zur Seite. Super. Wir gehen tief
und zur Seite. Nochmal über die Mitte tief und zur Seite. Hier bekräftigen wir nochmal auch vor allem die innere Beinmuskulatur, die Adduktoren tief. Kontrolliert zur Seite. Nun nehmen wir die Arme auch mit. Und zur Seite. Tief und zur Seite. Tief und zur Seite. Super. Tief und zur Seite. Noch einmal. Tief und zur Seite. Perfekt. Locker dich kurz aus. Wir steigern das Ganze um ein Level. Schnapp dir nun deine Gewichte. Und nun kommen wir tief. Gewicht geht nach oben. Und wir gehen zur Seite. Nochmal Gewichte nach vorne und zur Seite. Schön. Nach vorne für die Schulterpartie und hier geht zur Seite. Nochmal tief nach vorne und schieb das Gewicht nach vorne. Perfekt, komm tief und wieder zur Seite. Schön. Tief und zur Seite. Auf jeder Seite noch zweimal und zur Seite. Und noch einmal und zur Seite. Und ein letztes Mal. Nach links und ein letztes Mal nach rechts. Kurze Pause, kreise deine Schultern, locker dich, locker, locker, locker. Okay, wichtig ist natürlich, dass du bei all den Workouts versuchst, bei einer Herzfrequenz von maximal 140, 150 zu bleiben, nicht drüber zu kommen. Das ist nämlich nicht so gut fürs Kind. Wenn du merkst, es ist etwas zu anstrengend für dich oder du gerätst total außer Atem, reduziere einfach den Umfang der Übung, leg einfach die Gewichte zur Seite und arbeite ein bisschen langsamer. Also wichtig ist dabei, dass du immer komplett dabei sprechen kannst, dann liegst du immer auf der sicheren Seite. Gut, wir wiederholen nochmal diese Übung mit 3 Wiederholungen in der Übung. Komm, tief, tief, tief und komm zur Seite, zur Seite, zur Seite und auch jetzt zur anderen Seite. 3, okay, 3, 2, 1 und auch hier 3, 2, 1 und nach vorn, 3, 2, 1 und komm zur anderen Seite, schieb, 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 sehr schön, eine schöne Kräftigung für die Beine, für die Arme und für den gesamten Rumpfapparat. Und noch einmal und ein letztes Mal nach vorne. Ein letztes Mal zur Seite. Und noch einmal. Und dann gehen wir ein letztes Mal rüber nach links. Und auch hier bis zum Schluss sauber ausführen. Super, perfekt. Nun kommen wir wieder zurück in den schulterbreiten Stand. Wenn du möchtest, zeigen deine Gewichte nach vorne. Und wir kommen nun in die Bizeps Curls. Und wenn dir das zu wenig ist mit deinem Gewicht, dann nimm einfach das Gewicht im Ball in einer Hand. Praktisch, dass du beide Gewichte in einer Hand nimmst und du führst langsam und kontrolliert das Gewicht zum Oberarm. Das heißt, dass du auch hier darauf achtest, dass der Ellbogen fest am Oberkörper fixiert ist. Ich möchte hier nicht irgendwas sehen, was wackelt oder irgendwie, sondern ganz fest am Oberarm fixiert. Führst du das Gewicht damit auch wirklich isoliert, nur der Bizeps arbeitet. Okay, noch 3, 2, 1 und wir wechseln. Noch wieder langsam und kontrolliert. Sehr schön. Wenn jetzt zu viel ist, reduziere das Gewicht oder trainiere einfach mit einfach ja, ohne Gewichte, das ist auch okay. Also da soll man sich jetzt nicht schämen oder irgendwie denken, oh, ich schaff das jetzt gerade nicht. Es ist alles immer so gut, wie gut du dich fühlst und wie fit du dich fühlst. Wichtig ist, dass man sich einfach immer nur wohlfühlt. Okay, die letzten 3, 2, 1. Sehr schön. Und wir wechseln nochmal. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wechsel nochmal auf links von der Seite. Ellbogen ist auch wieder hier fixiert am Oberkörper. Wichtig ist,
nicht großartig wackeln, sondern hier auch den Rumpf stabilisieren. Der Bauchnabel zieht auch hier zur Wirbelsäule. Das könnt ihr eigentlich immer machen, dann seid ihr immer stabil und der Beckenboden ist auch fest. Wenn ihr euch das nochmal kurz bewusst werdet, immer schön alle Öffnungen schließen. Super. Und noch 3, 2, 1. Perfekt. Leg das Gewicht zur Seite. Nun streck deine Arme aus, die Handflächen zeigen nach unten und du versuchst nur mit dem Knie die Handflächen zu berühren. Versuch hier wirklich deine Handflächen ungefähr, dass dein Ellbogengelenk ungefähr auf 90 Grad ist und dass du hier hochkommst und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Super. Langsam und kontrolliert. Wichtig hierbei ist, versuche im schulterbreiten Stand zu stehen, dann bist du nicht so wackelig. Und gerade mit zunehmendem Bauch ist das immer wichtiger, dass man die Balance ausschult in der Schwangerschaft, weil es ist doch eine relativ kurze Zeit, die man einen sehr großen Bauch hat und dann kann man schon mal so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme bekommen und das könnt ihr vermeiden, indem ihr einfach eure Balance schult. Kurz auf einem Bein zu stehen und dabei noch die Oberschenkel gleich kräftigen. Okay, ich zeige das nochmal von vorne. Hoch und tief. Hoch und tief. Also das Kniegelenk berührt eure Handfläche. Und dabei immer nur ganz kurz vom Oberkörper fernhalten. Und wenn dein Bauch einfach zu groß ist, dann versuch einfach so hoch zu kommen, wie du gerade kannst. Wenn das nur bis hier ist, ist auch völlig okay. Hauptsache ist, dass du mal kurz diesen Balanceakt hier hast. Dass du kurz auf einem Bein stehst und deine Balance schulst. Das ist auch eine sehr gute Übung, vor allem auch im Alter, wenn man nicht mehr vielleicht ganz so balanciert durch das Leben läuft, dass man auch hier versucht, stets seine Balance zu üben. Am besten fängt man damit natürlich auch schon vorher an. Super. Noch 4, 3, 2, 1. Perfekt. Kreise deine Arme, mach ganz große Kreise in die Luft. Wir lockern unsere Schultergelenke auf und wir kommen nun hier in einen leichten Gehschritt auf der Matte. Und wir aktivieren dabei auch unsere Wadenpumpe, was auch wichtig ist, denn unser Körper produziert gerade in der Schwangerschaft bis zu 1 Liter mehr Blut. Und das muss natürlich auch befördert werden, damit wir auch keinen Blutstau bekommen in den Beinen. Vor allem für die Damen, die vielleicht Faktor 5 haben, ist das besonders wichtig, um eine Thrombosegefahr auszumerzen oder auch einfach zu vermeiden. Immer schön die Wadenpumpe aktivieren. Und das geht am besten natürlich, wenn man spazieren geht, wenn man auf der Stelle ist, so wie jetzt wir gerade hier, und versucht einfach zu gehen und das am Tag vielleicht ein paar Mal zu machen. Natürlich könnt ihr auch Kompressionssocken tragen, aber das verhindert natürlich nicht, dass trotzdem eine Thrombose entsteht. Also Bewegung ist immer das A und O. Okay, und wir lockern unsere Arme. Das war auch schon unser Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Workout wieder und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Schwangerschaft. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss und bis bald. Macht's gut.